Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie angekündigt, es ist wieder ein Einkaufshaul. Aber es sind ein paar Online-Anbieter und im einen Laden war ich sogar direkt persönlich und zwar im DM. Und schaut doch mal, die schrien doch, nimm mich mit. Sind die nicht herzallerliebst? Ist eine ganz bekannte Firma, die macht auch wunderschöne Tassen zu Weihnachten. Bei DM sind sie natürlich immer ein bisschen günstiger als wie da, wo ich sie sonst immer mir gerne kaufe, bei Pflanzenkölle. Da sind sie um ein Vielfaches immer teurer. Und ihr seht auch schon, es sind zwei verschiedene Motive. Also eigentlich sind es vier verschiedene Motive. Wenn ich sie nämlich drehe, ist dann wieder ein anderes Motiv. Hier ist dann das Motiv. Leider habe ich nur zwei entdeckt. Ich wollte die eigentlich verschenken. Aber da die ja nach mir geschrien haben, behalte ich sie und werde dann irgendwann jetzt in naher Zukunft nochmal doch zu DM gehen und schauen, ob ich noch welche ergattere. Dann fiel mir bei DM noch in die Hände so ein geschreddertes Papier. Viele von euch sagen ja, dass sie sowas bei Teddy auch sehen. Also, wenn ich bei Teddy bin, ich finde da die wenigsten Sachen, die ihr womöglich vorstellt. Bei uns ist der auch total unaufgeräumt immer. Aber gut, jeder hat eine andere Verkaufsstrategie, jeder Markt. Muss ja jeder selbst wissen. Also die drei Sorten habe ich, also die drei Farben habe ich gesehen. Und zum Befüllen, dass das sie zum Beispiel, wenn man eine Tasse verschickt, nicht so so hin und her schlackert oder so. Oder so ein kleines Nest sich macht. Fand ich, die waren doch mal was anderes als dieses typische Gras. Ja, das war DM. Dann habe ich bei Kreativdepot bestellt. Und das wollte ich euch auch kurz zeigen. Ist diesmal nicht so viel. Ich habe auch diesmal schon fleißig und habe sag mal, da sind sie doch. Die Sachen ausgestanzt. Machen wir aber erstmal die Tüte. Jetzt haben wir ja schon den Krachmacher vor uns. Habe ich alles? Ja, ist leer. Ja, das Übliche ist ja wieder die kleinen süßen Stempel oder auch die Herzen. In dem Fall habe ich diesmal ein lilanes und ein pinkes und den Spruch für euch und Einladung. Ich hole euch mal vielleicht ein bisschen näher ran, damit ihr das besser erkennt. Ich habe das auch schon eine Weile hier zu liegen. Aber irgendwann müssen sie auch mal eingeräumt werden. Das stört mich dann immer beim Basteln. Dann habe ich mir wieder ein paar Coliros gegönnt. Und zwar einmal Rosgold oder Roségold, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und Sky Blue. Ihr wisst ja, ich habe so einen Kasten, da klemme ich mir die dann wieder neu ein. Hier kann man ja, wenn man die öffnet, kann man das hier abtrennen, das Schwarze. Hier extra mit der Schere und dann kann man das schön in seinen Kasten einkleben. Ja, und dann habe ich mir ein paar Stanzen mitgenommen. Und ich bin ja so ein selber Basteln von Blumen, finde ich ja ganz, ganz toll. Und die hatten da auch
ein paar Stanzen gehabt. Ist mir sonst gar nicht so aufgefallen, muss ich dazu sagen. Und zwar habe ich mir die ausgesucht. Das ist die Zauberblüte. Ich habe sie jetzt noch nicht gedreht, um zu sehen, wie sie aussieht, wie groß sie dann am Ende ist. Mal schauen, ob ich es am Ende des Videos dann mal einblende. Hängt davon ab, wie lang das Video ist. Ansonsten machen wir ein ganz kurzes, schnelles dann danach. Dann habe ich mir ausgesucht, ach so, wer die Nummer haben möchte, das ist die CDDI 618. Entschuldigung, 618. Gehe mal auch von aus, es muss schon älter sein, weil die Verpackung hat sich ja bei Kreativdepot eigentlich verändert. Dann habe ich mir die Wickelblume ausgesucht. Die gibt es auch in groß und in klein. Ich zeige auch mal die Stanze. Die ist ganz schön groß. Muss man dann wirklich mal gewickelt sehen. Also eigentlich wäre es schlau von mir, wenn ich das hier eigentlich gleich mal das Video stoppe und das mal wickle. Das ist die CDDI 674. Die Sommerwickelblume. Da ist noch ein Unterschied, weil ich zwei verschiedene habe, aber man kann es auch gleich erkennen, dass die nicht so ähnlich ist, weil als ich das gesehen habe, diese Form, dachte ich sofort an eine Nelke, an eine so Bartnelke oder sowas, ne? Und es ist auch eine Nelke, sie heißt nur die Wickelblüte Nelke, also weil man sie ja wickelt, deshalb heißt sie so, obwohl bei der Zauberblüte hat man das jetzt nicht gesagt. Aber egal, das ist die CDDI 617. Ja, ist auch wieder eine große und eine kleine. Die sind alle so Handteller groß, sage ich jetzt mal so. Also die sind schon ganz schön groß. Wirklich mal nachher schauen, wenn ich die dann gedreht habe, wie die wirklich aussehen. Ich habe sie leider alle jetzt erstmal in weiß gemacht, habe so meine Papierreste wieder verwendet. Aber die haben schon eine, wenn wir mal das so ein bisschen ranholen, die sehen schon nicht schlecht aus, wenn man die dann noch ein bisschen mit Aquarelltechnik macht oder so ein schönes Papier hat, was so unterschiedliche Farbtöne vielleicht hat, könnte das sehr, sehr interessant auch wirken, als wie nur, wenn man einen Farbton hat. Ja. So, hier seht ihr sie mal. Ich habe sie mal gewickelt und ich bin ganz überrascht. Die waren ja am Anfang wirklich riesig groß, wie klein sie dann doch am Ende sind. Also die Zauberblume, Blüte und die Nelke, die ist mir ja richtig gelungen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die haben auch, wenn man so schaut, die Kleinen haben fast immer so die gleiche Größe. Es hängt natürlich davon ab, wie weit ihr sie auch noch auseinander drückt, zieht. Man kann ja so ein bisschen beweglich mit den Blütenblättern hier arbeiten. Aber ich hatte ja Anfang Februar, ich glaube Anfang Februar war es, oder Ende Januar, auch mal so kleine Rosenblüten gemacht. Aber da habe ich ja so ein Buntpapier genommen oder so ein Kopierpapier. Warte mal, habe ich hier noch so ein Röschen als Beispiel? Ja, ich habe hier noch sowas. Und das war ja viel, viel dünner. Ich habe ja jetzt hier so einen richtigen Cardstock und der ist natürlich ein bisschen widerspenst, ja, will ich mal so sagen. Aber so die Blüte als solches gefällt mir schon. Die hat so circa eine Größe, die kleine von, ich sag mal, 18 mm, also 1,8 cm. Und die große, wenn man die jetzt hier noch so richtig schön so ein bisschen auseinander macht, dann wird die natürlich über 2 cm. Also die meine ist jetzt hier zum Beispiel 2,3 cm. Aber diese Wickelblume, also so richtig überzeugend tut sie mich nicht.
Mir taten auch ein wenig die Spitzen weh in den Fingern. Obwohl es ja nur Papier ist. Aber egal ob groß oder klein. Die Kleine habe ich zum Beispiel zu eng gewickelt, bin ich der Meinung. Da muss man... Also muss ich, kann ich ja nur von mir reden. Vielleicht könnt ihr das sofort ein bisschen üben. Die Nelke, ja, gefällt mir wunderbar. Die hat auch eine schöne Größe. Die hat jetzt hier so zum Beispiel 2,8 cm. Hängt natürlich davon ab, man kann es ja noch hier weiter rankleben, das Blütenblatt, wie man möchte, ne? Oder anders drapieren. Und die Kleine ist nicht so ganz mittig geworden innen drin, aber die Natur macht ja auch alles unterschiedlich. Die ist hier zum Beispiel 1,7. Aber jetzt nur mal als Beispiel, wie gesagt, die sind ja Handteller groß. Das hätte ich nicht gedacht, dass die am Ende so klein sind. Und ich mache ja das immer mit so einem Schaschlikspieß. Aber es gibt ja auch so ein Quirling-Tool. Und das habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Nachdem ich hier eine Weile gefummelt habe und mich das ein bisschen geärgert habe, dass ich das hier nicht so richtig kann. Vielleicht geht das alles mit so einem Quirling-Tool besser. Da hast du ja so einen Schlitz drin und dann drehst du das ja. Ich habe hier immer ein bisschen so mit der Spitze angefangen, dann so einen Kleber rangemacht und dann nach und nach immer weiter gedreht. Aber wer sich dafür interessiert, zum Beispiel wie die Röschen gemacht werden, kann ich nur sagen, im Januar hatte ich so ein Video gemacht. Ich glaube, Januar war es ja. Alles vor Valentinstag. So festliche Karten zur Hochzeit, zur Verlobung oder Muttertag. Irgendwie war da so der Slogan. Und da hatte ich ja an die 100 Stück gemacht. Und da weiß man schon dann am Ende, was man da mit den Fingern so gemacht hat. Und das ist natürlich ein anderes Papier. Aber gut, das war der Einkauf von Kreativdepot. Ich habe aber noch Papier. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ach, hier kommt gerade noch was anderes zum Vorschein. Ich habe mir auch so eine Karte bestellt. Habe auch schon meine Kreuzchen gemacht. Viele hatten ja die Idee, hier so ein Stück Band immer so einzufliegen. Aber wenn ich das mit so einem Glue-Dot anbringe, habe ich Angst, dass mir das an der anderen Seite dann anklebt. Und deshalb habe ich immer nur Kreuzchen gemacht. Dann hatte ich überlegt, ob man das vielleicht annäht, hier mit so einem Heftstich oder so. Aber das sieht dann bestimmt ja auch nicht so ganz so toll aus bei der Karte. Also so ganz mit dem Kreuzchen gefällt mir das auch nicht. Aber da das ja so ein flaches Garn, also kein flaches Garn ist, dass man das hier einfach so schön ankleben kann, dass es auch bedeckt ist, sage ich jetzt mal, dieser Kleber oder so, bin ich da noch nicht von überzeugt. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das hier so schön anbringen kann, dass es eben nicht an den anderen Seiten anklebt. Mir würde da eigentlich jetzt wirklich nur einfallen, eben wie gesagt, das Kreuzchen oder auch mit der Nadel so einen kleinen Stich machen. Naja, wie auch immer, ist wirklich ganz interessant. Bei einigen Garnen muss man wirklich gucken, na, was ist denn nun jetzt was? Ist auch schön, so eine schöne Vielfalt zu haben. Ja, hat schon was. Das war das. Ich hatte gesagt, Papiere, ja, waren nicht viele. Man muss ja auch mal verbasteln. Ne? So, schauen wir mal. Ist ja für mich auch schon eine kleine Weile her, was ich mir da ausgesucht hatte. Handpapier. Ach, jetzt weiß ich. Ganz simpel. Das Streifen. Ja, das fand ich so schön farbenfroh. Ja. Wie heißt es denn? Frühlingsstreifen klein, Frühlingsstreifen groß. Ja, da habe ich mir in dem Fall, Entschuldigung, hier eins genommen. Das war so das
ist so, wenn es so draußen so trist und grau ist oder sowas, ist das immer schön, wenn man das so sieht. Das sind so ganz normale Aquarellstreifen. Ja. Wenn es danach geht, kann man das auch alles selber machen, aber manchmal muss es auch schnell gehen. Und dann hatte ich mir mal geholt Buchleinen. Da muss ich, glaube, ein bisschen weiter aufdrehen, damit ihr das besser seht. Außerdem ist es so groß. Das kommt hier in so einer Rolle. Ich war auch ganz irritiert, dass das Paket so groß war. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich warum, wegen den Leinen. Ich hatte mir zwei verschiedene ausgesucht. Weil ich muss ja endlich mal wirklich auch anfangen mit so einem Babybuch. Aber naja. Alles eine Zeitfrage, ne? Ja. Und zwar habe ich mir so ein Hellblau ausgesucht. Wie heißt es denn? Muss ich mal schauen. Kleine Karos Hellblau. Und das, ja, schön weiß mit Hellblau. Hm. Okay. Hatte ich mir vom Material ganz anders vorgestellt. Ich hatte schon mal welches, aber das hatte einen Klebestreifen hinten dran. Und dann das gleiche nochmal in beige, in braun heißt es. Hm. Hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass es ein Müh kleiner ist. Aber gut. Muss man dann noch mal gucken, ob es das noch ein bisschen kleiner gibt. Aber ist okay. Meins ist hier riesig groß, könnte ich noch ausrollen. 70 auf 50 ist es. Ja, schauen wir mal. Es fässt sich so an, als ob hinten noch ein Klebestreifen dran ist, aber eigentlich klebst du das doch mit dem Kleber auf. Da muss ich noch mal in Ruhe gucken. Oder noch mal im Netz nachlesen. Komisch, komisch. Aber gut. Ja, das war Kreativdepot. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal hier kurz klar Schiff. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr seht, habe ich noch bei Alexander Renke bestellt. Die hatte so eine Aktion im, weiß gar nicht, im Januar. Ich glaube im Januar. Wo sie eine kleine Prozente-Aktion hatte. Und da habe ich ein bisschen was mir noch ausgesucht. Und zwar habe ich mir hier die Bonbonbox ausgesucht. Das ist die Größe 2. Die ist 75 x 24 x 24. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass das nicht ganz hinkommt. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die ihre Maße hier hernehmen. Für mich ist diese Box nicht 75, nirgendwo. Die ist für mich 85, aber nicht 75. Aber sie schreiben mir auch ungefähres Maß. Ich weiß, das letzte Mal, als ich Alexander Renke gemacht habe, der Wunsch kam, dass ich das mal ausstanzen soll. Das habe ich jetzt in dem Fall auch gemacht. Ich habe es jetzt zweimal ausgestanzt, um euch zu demonstrieren auch, wie das nachher zusammengesetzt wird. Also du brauchst zwei Stück sozusagen und dann klebst du die hier zusammen. Und dann nimmst du dir natürlich ein Bändchen und dann wird es genau an diesen Sachen hier schön zusammengemacht. Und ja, Bonbonbox kommt schon dem nah. Ich hätte gedacht, dass die ein wenig größer ist, aber man zoomt ja auch die Bilder schön ran. Aber es wird wirklich nur so ein kleines Stück hier reinpassen. Ich sage jetzt mal, da wo der Falz ist, da würde das ungefähr hinkommen. Und dann hat es eine Größe von ca. 3 cm.
Aber vielleicht nicht nur für Bonbons, sondern auch für ein Los oder sowas. Es könnte auch mal alles ganz anders sein, ne? Und wer jetzt vielleicht so Einschulung hat oder so und ein bisschen noch so eine kleine Anregung braucht oder sowas, sieht auch gut aus auf dem Tisch, wenn man. Man muss ja jetzt nicht weiß nehmen, man nimmt ja dann bei Kindern was Kunterbuntes oder sowas. Aber ich hatte zum Beispiel bei der Einschulung meines Sohnes eine riesengroße Torte gemacht und in jedem Tortenstück, die habe ich in klein gehabt und in groß, also war so eine Etagentorte, sagt man, glaube ich, oder Kuchen, wie auch immer, war ein, wie sagt man, ein Erlebnis oder eine Entwicklung meines Sohnes drin. Also wann er zum Beispiel den ersten Zahn gekriegt hat oder wann er seine, wann er das erste Mal vielleicht vom Schwimmton gesprungen ist oder wenn er welches Wort gesagt hatte. Also wäre es nicht Mama oder Papa, sondern irgendwie was anderes, was total lustig war, weil es gar nicht dem entspricht, was er meinte. Aber so gewisse Höhepunkte. Und ich weiß, dass das bei der Feier sehr gut ankam. Vor allen Dingen bei Oma und Opa, die ja mitunter nicht die ganze Entwicklung immer so hautnah vielleicht miterleben, weil sie nicht um die Ecke wohnen oder weil man nicht vielleicht im regen Kontakt steht. Und das könnte man hier auch machen, ne? So ein kleines Stück Papier rein. Das mal so nur als Idee. Vielleicht mache ich das jetzt auch wieder, wenn im nächsten Jahr unsere nächste Festivität ansteht. Ich hatte es ja schon mal in einem Hall gesagt, dass wir die Jungfeier feiern. Ja, das war das eine. Dann habe ich mir diesen Schmetterling ausgesucht. Der ist in drei Teilen. Hat sich wieder wunderbar ausgestanzt. Also Ich kann bei keiner Stanze meckern. Also ich habe die jetzt alle durchgestanzt, nirgendwo. Was ich schön finde, dass man den entweder so alleine lassen kann, ne? Mit seinen Fühlern hier. Oder man macht eben noch so das 3D-mäßige, den Flügelschlag, indem man das hier so knickt und auch noch schön verzieren kann. Oder eben einen kleineren hat. Man ist ja da variabel. Finde ich richtig schön. Es gibt es auch in mehreren Größen. Das meine ich mit dem Wegräumen. Es fällt hier schon runter. Es lebt hier in meinem Zimmer. Ich hoffe, ich finde das wieder alles. Naja. Entschuldigung. Größe 4 ist der. Und der soll theoretisch 51 x 44 sein. Ja, diesmal kann ich fast sagen, das trifft zu. Ja, kommt hin. Diesmal stimmt's. Hat die Nummer DARTI0080. So. Dann haben wir was. Na, da war ich ja. Ich lasse es mal so, ich drehe es mal. Da war ich ja. Könnt ihr es erkennen? Also es ist ganz schwer, fand ich zum Anfang. Aber wer sich daran erinnern kann, an den letzten Einkaufshaul bei Alexander Renke bei mir, habe ich doch so ein Karottenpapier gekauft. Und das sind die kleineren Möhrchen davon. Es gab ja noch so eine große. Und ich habe ja richtig schmunzeln müssen, als ich die kleinen Dinger gesehen habe. Ja. Klein, aber fein. Ist die DARC0037 und heißt Möhrenset. Ja, ist auch ein Set. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier so richtig erkennen könnt, aber das sind hier kleine Wäscheklammern. Und die sind auch hier angezeigt. Die kleinen Wäscheklammern. Nur ganz klein und Schleifchen und so. Also wie man es auch immer drapieren will. Ich habe es jetzt wieder nur in weiß gemacht. Aber
Ich finde das richtig toll. Ja, amüsiert mich jetzt schon. Und auch das kleine, also die sind, also die Möhre ist hier. Ihr seht es selbst, vielleicht 3,2 mm. Und ganz, also ihre Stanzen. Kann nur sagen, mach weiter so. Oder macht weiter so, wer es auch immer macht, dort in der Firma. Ganz toll. Und ich verfalle ja immer diesen kleinen Anhängerchen. Und ihr habt hier so ein Set, wo 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9 verschiedene Anhängerchen. Groß, klein, die Herzchen ganz bauchig, wie zum Beispiel hier. Oder so ein bisschen verschoben. Ganz toll. Und der eine hat die Öse rechts, der andere hat sie links. Oder auch in der Mitte. Wenn man jetzt so ein, was ich, so ein Kettchen machen würde oder sowas, hat man das ja dann so. Ganz große Klasse. Ja. Ja, nicht wundern, alle meine Verpackungen sind aufgebraucht und die kommen erst alle später. Ich hatte euch ja, wo ich die Stanzen alle getestet hatte von Alexander Rinke, mal gezeigt, wie ich immer so, in welche Verpackung ich das so tue. Und die sind alle. Und dann habe ich mir, wer Petra kennt, Petra beobachtet, Petra ansieht, der weiß, dass Petra auf Blümchen steht und Blümchen auch gerne selber macht und so, ne? Und da habe ich mir die genommen. Die bestellt. Drei Kirschblüten. Ja. Sehr schön. Haben eine Größe. Ich nehme mal an, die haben hier die größte genommen. Mal sehen, ob es stimmt. Ich nehme mal die. 4,1. Naja. Ja, wenn man jetzt die Stanze nimmt, okay. Sind schon ein bisschen groß. Vielleicht ein bisschen kleiner. Auch schön, vielleicht gab es das auch und ich habe es übersehen, weil ich ja Kirschblütenpapier gekauft hatte. Da hätte ich die gerne mitverwendet, aber das Papier hatte ich eher. Und die jetzt zuerst. Ja. Auch wieder ganz toll, filigran, ging wunderbar. Das ist alles hier offen, ja? Das ist hier alles offen. Das ist richtig ein Schlitz, kannst du durchgucken, richtig. Ich kann euch das aber nicht so demonstrieren, dass ihr das so sehen könntet. Oder seht ihr das so richtig schön? Na, vielleicht kommt es dann doch beim Video anders raus. Ganz toll. Hat die Nummer DARFL0112. Ja. Und dann habe ich mir eine Stanze bestellt. Da bin ich schon. Naja, ich würde mal sagen, mehrere Monate dran vorbeigegangen. Die war mir wirklich immer zu teuer. Ist sie mir jetzt eigentlich auch immer noch. Aber bevor sie weg ist und nicht mehr reinkommt, da gab es noch, also das ist hier zum Beispiel die Zitrone. Abhefter Zitronen. Und es gab noch, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch im Shop gibt, gab es noch, ich glaube, Oliven. Und Oliven waren noch teurer. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ja gerne die Kirschen gehabt. Also nicht die Kirsche jetzt als solche, sondern die Kirschblüten irgendwie so. Vielleicht gab es das auch mal und ich habe das nie gesehen oder so. Wie auch immer. Mir kam da die Idee, also erstmal zu sagen, was es überhaupt ist. Es ist ein Abhefter. Das heißt hier Abhefter. Abhefter Zitronen. Und ich kannte einen Abhefter eigentlich aus dem Bürobedarf. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch so schön sein können. Denn hier, die habe ich extra nicht rausgenommen, um euch das zu zeigen mal. Mit einmal, ich habe nur einmal
nur hin, nicht zurückgemacht oder so. Tadellos. Es ging alles tadellos raus. Also, ich habe noch gar kein Zitronenpapier zu Hause. Aber mir kam die Idee, ich kann mir die Zitronen doch auch wegmachen. Und dann habe ich einen wunderschönen Zweig, kann da womöglich meine kleinen Blüten hinsetzen, die ich gerne möchte, oder meine Früchte. Weil nun Zitronen und auch mit Oliven, Naja, und dann zeige ich euch noch diesen Abschnitt, der hier drin war. Der war nämlich hier drin und ich finde, den kann man auch wunderbar weiterverwenden. Das hat mal was anderes. Aber eine wunderschöne Stanze. Aber ist auch eine kleine Anlage, ne? Hat die Nummer DARFL0182. Und theoretisch machst du damit Alben. Oder das verwendest du für Alben. Wo du dann so ein, so was hast, was du so auseinanderklappst. Wie so ein Aktenordner sozusagen. Und nachdem ich mir schon das Kirschpapier gekauft habe, werde ich jetzt mit dem Kirschpapier irgendwas ja machen. Obwohl, bei dem letzten habe ich auch schon gesagt, ich muss endlich ein Babyalbum anfangen. Ne? Ach ja. Na gut. Ihr wisst Bescheid. Dann habe ich, ja, das kann ich jetzt zur Seite, glaube ich, legen. Dann habe ich als Geschenk bekommen, weil sie ja so eine Aktion hatte, so eine Schablone, Kreisornament Dreier-Set. So eine Danksagung. Ja. Ich nehme mal an, die ist auch schön stabil. Ich kenne die ja jetzt von Kreativdepot. Und ich nehme mal an, das wird auf demselben Level sein. Ja, es ist. Schön stabil. Ist auch wieder das geschützte Logo drauf. Ja. Also immer, wenn ich so reagiere, ist mir noch nicht so ganz schlüssig, was ich damit mache. Mit der schon eher, aber nicht mit denen so ganz. Aber schauen wir mal. Vielleicht fällt mir was ein. Vielleicht fällt euch was ein und ihr könnt mir wieder Tipps und Ratschläge geben. Beim letzten Haul war ja eine Dame dabei, die zu den Stempelkissen was gesagt hat. Fand ich ganz toll. Ist ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die da vielleicht auch nochmal nachlesen und so. Finde ich ganz toll, dass ihr sowas macht. Dass ihr euch die Zeit nimmt. Schön. Und ja, schauen wir mal. Ne? Und dann, ich habe es wieder versucht. Diesmal Firma Raya. Raya. Und ich muss euch sagen, im Vergleich zu den anderen, hier, ich hole sie nochmal, die ich mir bestellt hatte, wo ich gesagt habe, das gibt's doch gar nicht. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ist ja das ein bisschen anders, ne? Von den Höhen habe ich hier einmal 2 mm und bei dem anderen auch 2 mm. Und die kannst du schön greifen. Ich glaube, da werde ich eher Freund sein als von den Dingern. Ich bin ja letztens erst wieder verzweifelt. Aber es gibt ja den ewigen Kampf der Kleber und ich. Gut, dann habe ich mir noch was geholt, was ich ja mal angekündigt hatte, dass ich unbedingt noch so ein anderes Tool haben möchte. So ein Prägestift habe ich ja schon. Aber nicht mit den Größen, die hier sind. Das ist einmal 0,8 und einmal 1,3. Und ich habe ja hier 1, 1,5 und 2. Und ich wollte ja eigentlich so eine Zwischenstufe haben. Wie bei denen. Siehst du, es stand nur bei der Verpackung drauf. Aber ich glaube, das war 4, ne? Schade. Die Verpackung hätte ich mal
Muss ich noch mal gucken und mir das vielleicht hier raufschreiben, welche Größe das ist. Zumindest wollte ich ja irgendwie dazwischen was haben, zwischen den Stiften. Ja, nun habe ich was gefunden, aber es ist nicht ganz dazwischen. Das ist noch mal. Also, was ist denn hier? Das Größte ist bei mir 2 und ich wollte dazwischen was haben, ne? Zwischen 2 und 4. Naja, jetzt habe ich bei der anderen Größe was dazwischen. Das werde ich mir aber hier irgendwie mal notieren oder sowas. Irgendwie mit so einem hier. Na, wie heißt es denn? Hier mit so einem Schriftzug irgendwie sowas. Mit einem Dymo. Ach, wieder Wortfindungsstörung. Aber manchmal ist es so. Ja, das war Alexandra Renke. Ja, und dann habe ich noch mal bei Faltkarten bestellt. Und ich sage euch auch, warum. Erstmal schnell alles wieder wegtun. Weil, wo ist denn der Karton? Ja, wir öffnen mal den. Entschuldigung, das waren jetzt die... Die Papiere, also die Tassen. Jetzt werden wir wieder scharf. Ja, das ist hier eine Messe. Wenn man da hingehen möchte, bitte gerne. 25. 26. März, Stadthalle Korntal. Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, wo das ist. Ich nehme mal an, in der Nähe wohl Faltkarten sich befindet, aber ich weiß es nicht. Es ist zumindest nicht in meiner Umgebung. Also den Ort kenne ich nicht. Ja, machen sie Werbung, ist okay, ne? Dann machen sie wieder Werbung für ihre Sachen, die sie so haben, oder ein Kartenbeispiel, weil das sind Papiere. Okay. Jetzt aber, warum ich da überhaupt bestellt habe. Ich hatte ja bei Alexandra Renke Papiere bestellt und habe ja festgestellt, dass die ein anderes Weiß verwendet. Und zwar nicht so ein absolut Weiß, so ein wie Kopierpapier. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Papier. Nicht so ein Weiß, sondern eben ein eher naturbelassenes Weiß, ein Reinweiß, ein Grundweiß, sage ich jetzt mal so. Und das sieht dann schon nicht schön aus, wenn man dann so einen anderen Weißfarbton hat. Und dann habe ich ja den Fächer von Faltkarten gehabt. Die hier hatte ich euch ja letztens gezeigt. Und da bin ich mal der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen, ob ich das Papier auch in dem ähnlichen Farbton oder sogar in dem gleichen Farbton noch woanders kriegen kann. Weil bei Alexandra Renke gibt es, also habe ich zumindest nicht entdeckt, kein A4 in dem Farbton oder A3, aber das ist mir dann zu teuer. Und es ist auch nicht immer verfügbar. Und ich hatte mich ja auf der Warteliste gesetzt. Beim letzten Mal hat es ja sehr gut geklappt. Da wurde ich ja dann gleich auch angeschrieben. Das hatte ich euch ja erzählt. Es ging ja alles ganz fantastisch und reibungslos. Aber bei Faltkarten, muss ich euch sagen, habe ich das Gefühl, komme ich ein bisschen günstiger. Und ich sage das mal ganz leise, weil ich kriege das ja auch nicht bezahlt von Faltkarten. Aber wir müssen ja ein bisschen auch auf unser Geld achten. Ja. Und wenn er mal schaut, so ein bisschen hat es doch Ähnlichkeit. Das Papier von
Faltkarten zu dem von Alexander Renke. Ich hole noch mal. Ich habe hier lauter Kartons. Nicht, dass ich noch falle. Das, was ich damals als Grundpapier von ihr bekommen habe. Ob es dem nahe kommt. So, wir haben hier das Papier von Alexandra Renke. Das ist ihr Weiß, was sie hat. Das ist für mich haargenau das Gleiche. Und jetzt nehmen wir das mal von Faltkarten. Und da habe ich mir Elfenbein geholt. Also auch nicht das Weiße von Faltkarten, sondern Elfenbein. Und ich finde, das kommt dem sehr nah. Also man kann das, so empfinde ich es, gut auch dafür verwenden. Und Faltkarten bietet es an in einer Grammatur von 240, von 300, in A4 und auch in A3. Habe ich jetzt was falsch gesagt? Nö. 240. Der ist hier. Der ist 300. Und die hier 300. Und 240. Und ja, jetzt habt ihr zwar eine Folie. Vielleicht ist er noch müheller. Aber also müsst ihr jetzt mal gucken, was ich bezahlt habe. Ich im Vergleich. Also, ich weiß nicht, seht ihr das so? Ja, ihr seht es eigentlich. Also, vielleicht ein Müh. Ich müsste es vielleicht bei Tageslicht richtig sehen, aber das stört mich dann nicht. Für das ich es aber dann auch vorrätig habe und nicht da auf der Warteliste bin und immer die Angst im Nacken habe, oh, lass mein Papier bitte nicht alle gehen oder sowas. Was ich jetzt noch testen werde, was ich noch gar nicht gemacht habe, wie sieht es denn eigentlich bei Kreativdepot aus? Ist es derselbe Weißton oder nicht? Also, wie gesagt, das ist Elfenbein bei Faltkarten. Ich zeige euch mal den ganz weißen Farbton, den ich von Faltkarten habe. Ihr schaut mal, da seht ihr den himmelweiten Unterschied. Da brauche ich nicht mal aus der Hülle holen, das sieht man sofort. Das ist richtig weiß bei Faltkarten. Hier das andere Papier mit den Möhrchen, das passt doch mit den Möhrchen auf der Leine. Ja, es sticht ein bisschen jetzt durch das Licht. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich das andere Papier weggeräumt, weil ich das euch ja zeigen wollte jetzt von Faltkarten. Tue ich das mal hier so kurz zur Seite und mache mal den Weg wieder zum Schrank. Hol mal am besten nicht nur eins, sondern auch mal ein anderes. Das ist ein anderes Weiß. Eindeutig. Das ist ein anderes Weiß. Das ist wieder das normale Weiß. Also das ist hier so dieses Natur von der Alexandra Renke. Und ich nehme mal an, da passt das Weiß von Faltkarten dazu. Nee, auch nicht. Mensch, was haben die denn alles für Weißfarbtöne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber auf jeden Fall ist es auch wieder ein anderer Weißfarbton. Seht ihr das? Ist auch wieder ein anderer Weißfarbton. Und da würde jetzt so ganz das Elfenbein auch nicht zupassen. Hm.
Was haben die denn bei Faltkarten noch für ein Weiß? Weil ich arbeite ja meistens mit dem Weiß von Faltkarten oder das von Action oder jetzt das, was ich mir geholt hatte von Alexander Renke. Das ist das normale Weiß. Jetzt würde Elfenbein kommen und das ist kein Elfenbein. Und was gibt es noch? Ein recyceltes Weiß. Und das andere ist ja dann auch nicht das Weiß. Nee, das ist zu weiß. Ja. Wie sieht denn das aus mit Action? Ich weiß, wir wollten eigentlich was anderes machen, aber es mag jetzt doof klingen, es interessiert mich jetzt. Das ist das von Action. Nee, das ist es auch nicht. Mal hier nur so ein Abschnitt. Nee, ist es auch nicht. Tja. Seht ihr mich jetzt auch ein bisschen sprachlos? Ja, dann würde ich mal sagen, ich würde euch bitten, und vielleicht geht es ja den anderen genauso, die Leute, die mit Kreativdepotpapier arbeiten, wo kriegen die denn ihr Papier her, ihr Weißes? Oder haben die im Shop, das weiß ich nicht, das habe ich noch gar nicht nachgeguckt, haben die da weißes Papier passend zu ihrem anderen Papier, also so ein Grundweiß sozusagen? Ich weiß das gar nicht. Mir ist es nur bei der Firma Renke aufgefallen, dass es ein ganz anderer Weißfarbton ist. Okay, wir gehen wieder zurück zu Faltkarten. Also wie gesagt, das passt zumindest schon mal. Und das freut mich auch, dass ich das gefunden habe. Und ich kenne das aber schon generell. Ist eine super Qualität. Ich kann Faltkarten so und so nur empfehlen bei Papier. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe auch zwar viele Papiere von Stamping Up, aber wenn man so ein bisschen variiert und sowas, greife ich sehr häufig zu Faltkarten, was jetzt das Weiße betrifft. Und jetzt natürlich zum Elfenbein auch. Was habe ich noch bestellt? Ich zeig's euch mal. Ein Kristallmix, ein Onyx, also so ein Schwarz, ein wunderschönes Rot, ein Goldmix, Blau, Grün, ich würde sagen Türkis, ein Gelb. Ich müsste jetzt hier mal ein bisschen größer aufziehen, dass ihr das bestimmt seht. Dann ein Aquamarin und ein Opal. Und da konnte ich nicht dran vorbei. Muss mal was trinken. Ja, das war... Die hatten mich so angelächelt. Und ich war Entschuldigung, überrascht. Ich hatte schon immer mal geguckt, wo denn so eine kleine... Steinchen, Kristalle oder sowas sind. Weil ihr wisst ja, ich stehe nicht auf diese ganz großen, ich stehe mir auf die kleinen. Und Action hat größere, Teddy hat größere. Die sind zwar günstiger, aber ich finde ja die kleinen immer süß. Also entweder die Größe oder die Größe. Steht irgendwas zur Größe? Ach ja, guckt mal. Steht sogar drauf. Die haben die Größe 2, 3, 4 und 5 mm. Sind wie viel Stück? 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 Stück.
Ja, ich guck gerade mal mit dem Preis. Ja. Ist erschwinglich. Da könnten sich manche Firmen eine Scheibe abschneiden. Ich sag jetzt nicht welche. Aber gut. Ja, also ein schönes Farbspektrum. Ich gehe auch mal davon aus, dass es da ganz viele von gibt, weil die haben eine fortlaufende Nummer. Hier ist zum Beispiel bei dem Goldmix die 129. Bei dem Opal ist es die 195. Und so geht es eigentlich weiter. Bei dem Gelb ist es die 168. Bei diesem Blau ist es die 171. Die 130. Bei Grün ist es die 141. Bei Onyx 196. Die sehen fast gleich aus, sind es aber nicht, ne? So unterschiedlich wieder, wie das Licht reinfällt. Ja, ach, das ist so wie das Wasser. Schön. Also sehr, sehr schön. 169, Aquamarin, die 148 und das schöne Rot. Ich habe ja schon mal ein Rot, das war aber von der niederländischen Firma. Aber bei Rot, ich trage eigentlich kein Rot. Aber das ist so ein richtig schönes Weihnachtsrot. So ganz tiefes. Petra wird schon wieder leiser. Ja, die mussten mit. Und dann habe ich mir was geholt, ja. Entschuldigt, ich musste schon wieder was trinken. Habe ich noch nicht ausgestanzt. Wieder Blüten. Und zwar Flowers A und das andere heißt nur Flowers, ne? Nein, Flowers B. Steht hier zwar nicht drauf, doch hier steht's. Die CLPMD04. Ja, und hier ist es die CLPMD02. Muss man mal sehen, wie das aussieht. Was mir jetzt in dem Fall zusagte, war das Blattwerk noch dazu. Und dass man eben mehrere hat, mehrere Größen, hier zumindest bei der und auch bei der. Obwohl hier mehr so in dem Sinne drin ist. Ja, ich glaube, aber mit Blüten sollte es so langsam reichen, ne? Ich bin ja den Blüten total verfallen. Ja, ich bin fertig mit meinem Einkaufshaul. Also, schöne, schöne Sachen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Meine Lieben, ich mache jetzt hier mit Schluss, räume alles weg und dann schauen wir mal, was ich dann so mache. Ob ich mich dann wieder an den Tisch hier setze und ein bisschen bastle oder ob ich erstmal Armbrot esse. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ist ja doch ein bisschen länger wieder gewesen. Aber manchmal macht man das ja auch zur Berieselung. Zumindest mache ich es immer so. Ich habe eigentlich ganz selten das Radio an. Nur beim Autofahren. Und ansonsten höre ich anderen zu. Naja, habt da mal wieder was von mir gehört, zumindest. Gut, dann sage ich hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Petra.